Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr alle sicherlich mitbekommen habt, gestern fand die erste öffentliche Pressekonferenz bei Legacy Sports Management statt zwischen Ringlife und Michael Smolik. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die auf jeden Fall mal wichtig zu erwähnen wären. Und deswegen reagieren wir jetzt auf diese Pressekonferenz und am Ende sage ich meine Meinung dazu. Es findet endlich statt. Wie fühlt es sich für dich an, dass der Kampf Realität wird? Oh, das ist absolut surreal. Ich bin vorhin durch die Tür reingelaufen, habe ich mein Gesicht hier auf dem Plakat gesehen. Das ist ja so das große Ziel oder der große Traum, den ich früher hatte, als ich selber noch olympisches Amateurboxen gemacht habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mehr ganz so dran geglaubt, dass der Kampf zustande kommt. Also ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich habe auch nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass der Kampf zustande kommt, weil immer dieses Hin und Her. Umso mehr freue ich mich, dass der Kampf jetzt endlich stattfindet. Was sagst du zu den allgemeinen Influencer-Boxkämpfen? Zieht das den ganzen Sport in den Schmutz oder sagst du, legitim, cool, bringt Boxen noch ein bisschen größer raus? Ich finde die ganze Sache geil, vorausgesetzt, es wird professionell aufgezogen und die Fighter dort, die bereiten sich auch vernünftig vor. Also ich habe da keinen Bock auf irgendwie so ein Kasperletheater, wo zwei Typen eine Woche ein bisschen Kasperle spielen und dann im Ring aufeinandertreffen und sich... Also da gebe ich ihm recht, wenn das Ganze professionell aufgezogen wird, dann kann das schon förderlich sein für den Boxsport. Wie ist deine Prognose für diesen Kampf jetzt? Was? Oh, jetzt wird's interessant. Wie wird's ausgehen? Sieg, egal wie, der Sieg ist meiner. Also, wenn man das jetzt so an seiner Körpersprache sieht und an seiner Mimik und so weiter, so ein leichtes Grinsen, Sieg, Sieg, der Sieg ist meiner, finde ich schon, dass das sehr authentisch rüberkam von ihm. Also, dass er sich auf jeden Fall nichts gefallen lässt und dass er ganz 100% sicher im Kopf ist und sagt, ich gewinne das Ding. Egal welche Runde, du hast einfach... Das ist egal, eine Runde, die Art und Weise, wie der Kampf zu Ende geht, ist mir egal. Hauptsache, verletzungsfrei, das wäre ein bisschen, ja, wenn einer irgendwie, ich sag mal, wenn Smolik sich verletzt... Und sich die Hand bricht an meinen Kopf, wäre das echt schade, wenn der Kampf so abgesagt werden muss und so verloren geht. Das würde mich nicht glücklich machen. Aber ansonsten ist es mir egal, man. Erste Runde oder bis in die sechste Runde. Hauptsache am Ende wird meine Hand gehoben und ich bin der Sieger. Also ich bin da immer so der Meinung, es ist schön, einen Eisenschädel zu haben, ne? Aber trotzdem ist es so, ey, ich habe keinen Bock, meinen Birnen so hinzuhalten. Ich weiche lieber aus mit dem Kopf und lass mich lieber nicht treffen, anstatt stolz darauf zu sein, einen Eisenschädel zu haben, der alles schlucken kann, so, ne? Was ist wichtiger für dich, die Gesundheit oder dass du eher die Schläge einstecken kannst. Aber gut, das kam jetzt hier in dem Moment witzig rüber. Smolik lacht auch so ein bisschen. Man sieht das ja auch hier. Er grinst so. Vielleicht hat ihn das auch irgendwo beeinflusst. Weiß ich nicht. Hier in der Halle sind einige Leute, die deutlich bessere Boxer sind als ich. Ja, da ist ein Islam, da ist ein Kerem, da ist ein Armin. Das sind alles von Franklin, Mike Perez. Die sind alle deutlich bessere Boxer als ich. Also ich will mich jetzt irgendwie gar nicht als jemand richtig krassen darstellen. Ich habe meine Stärken. Ich kenne auch ganz genau meine Schwächen. Ich weiß, wie ich zu boxen habe. Und ich denke, ich bin auch ganz gut vorbereitet auf das, was Michael da bringt. Egal wie der Kampf verlaufen wird, ich werde die richtige Antwort drauf haben. Also sehr bescheiden, finde ich. Und sich nicht darstellt, als ob man der Geilste und der Heftigste wäre. Das ist Respekt, so, ne? Moin, Michael. Bist du ein bisschen aufgeregt, Spannung schon? Oder eher so, ich meine, du hast auch viele Kämpfe hinter dich gebracht. Also ich habe gerade schon gesagt, das ist tatsächlich meine erste Pressekonferenz. Man kann es gar nicht glauben, aber ja, ich war noch nie bei so einer Pressekonferenz. Oh, das ist auch heftig. Michael Smolik ist ja ein Profikämpfer schon seit Jahren, auch im Kickboxen und so weiter. Und dass er da noch nicht so eine Pressekonferenz hatte, ist schon... irgendwie fragwürdig, also warum eigentlich nicht, ne? Als es ja anfing mit dem Kampf Edmond gegen Michael, da stand das Ganze ja so ein bisschen in Kritik. So, wie war das Gefühl für dich so? Also, was hast du da dabei gedacht? Also eigentlich startet das Ganze ja eigentlich mit einer Story und war ja so ein Spaß. Dann wurde es tatsächlich auch mal ernst. Ich wurde ja schon immer kritisiert, ich polarisiere ja ein bisschen und habe die einen, die mich lieben, die anderen, die mich irgendwo hassen oder nicht leiden können oder whatever. Es gibt viele, die lieben ihn. Es gibt auch sehr, sehr viele, die hassen ihn und wollen unbedingt Michael Smolik am Boden sehen. Was ich ein bisschen schade finde, weil letztendlich ist er auch nur ein Mensch. Edmond ist ein starker Boxer. Ich habe wahrscheinlich noch einiges im Boxen zu lernen. Von dem ist das eine große Herausforderung von mir. Wieso wolltest du die Zeit von 3 auf 2 Minuten haben? Was war da los? Ah, guck mal, diese Entscheidung, dass die statt 3 Minuten 2 Minuten Runden boxen, wollte unbedingt Michael Smolik so haben. Jetzt hören wir mal, warum er das so wollte. Ja, tatsächlich sehr wichtig, diese Minutenzeit auf Zeit zu verkürzen. Ich hatte einfach keinen Bock auf 3 Minuten zu trainieren. Okay, oh. Hä? Er hat keinen Bock auf 3 Minuten zu trainieren. Kann ich ganz ehrlich nicht nachvollziehen. Weiß nicht, warum er das gesagt hat. Das ist komisch. Weil im MMA kämpft er ja sogar 5 Minuten Runden. Edmond, was sagst du dazu? Ein fauler Gegner hier oder was ist das jetzt? Nein. Ja, genau. So kommt das rüber so auf den. Ich weiß nicht, was sein Gedankengang dahinter ist. Warum er die Minutenzahl von 3 auf 2 gekürzt hat. Am Anfang dachte ich, dass es, vielleicht liegt es daran, dass er einen Showkampf möchte und keinen offiziellen Profiboxkampf. Aber ich habe es vorher schon gesagt. Es ist mir egal, ob es 2 Minuten sind oder 3 Minuten. Ich bin auf alles vorbereitet. 2 Minuten sind auch nicht unbedingt einfacher als 3 Minuten. Das ist vielleicht etwas, was die Leute denken, aber 2 Minuten sind deutlich hektischer. Da muss man in einer kürzeren Zeit deutlich mehr Aktivität bringen und die Punkterichter, wenn es über die Punkterichter geht, dann überzeugen. Das stimmt auf jeden Fall. Früher habe ich zum Beispiel auch im Amateurkämpfen, als ich angefangen habe mit Kämpfen, habe ich auch 2 Minuten Runden gehabt. Und ey, das war so anstrengend. Irgendwann kam dann 3 Minuten, die Regelung. Und das war dann, das fand ich so nicht mehr so anstrengend wie 2 Minuten, weil du musst halt extrem viel, deine ganze Energie in 2 Minuten, das ist wirklich sehr, sehr wenig, entladen. Ne? Und das kann auch in die Hose gehen für Smolik, dass er nicht denkt, so, ja, ist einfach, sondern das ist ganz im Gegenteil noch schwieriger sogar ist. Mein Vorschlag war 6x3
Bei 6x2 bin ich auch dabei. Ja, 6x3 wäre halt, glaube ich, auch easier gewesen. Aber wir werden sehen. Nein, das war natürlich Quatsch. Also ich kämpfe ja auch 5-Minuten-Runden im MMA. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Es ist immer noch eine andere Sportart. Auch wenn es vielleicht der ein oder andere nicht einsehen möchte, ob du vom Kickboxen ins MMA gehst oder von MMA in Boxen, ist es eine andere Sportart. Das sehe ich 100% genauso, weil ich habe selber auch erfahren. Das könnt ihr euch übrigens hier mal reinziehen, das Video, nachdem ihr hier fertig seid. Da habe ich nämlich gegen einen Kickbox-Europameister auch mal richtig hartes Sparring gemacht. Erstmal im Boxen und danach im Kickboxen. Und ich sag so, ich hatte gar keine Chance im Kickboxen. Der hat mich komplett auseinandergenommen. Ich war komplett überfordert. Der Edmund hat echt viel Erfahrung im Boxen. Der weiß, wie es sich anfühlt. Und deswegen wollte ich auch die 2 Minuten runter. Also mir geht die Rundenzeit, konditionell ist mir das egal. Wie gesagt, ich kämpfe auch 5 Minuten im MMA. Aber das war eigentlich der Hauptgrund. Okay, also er sagt, er fühlt sich sicherer damit, wenn die jetzt 2 Minuten boxen anstatt 3 Minuten, weil der Edmund ist halt im Vorteil im Boxen, weil er kommt ja vom Boxen richtig. Aber ob ihm das da jetzt so viel weiterhilft, dem Michael Smolik, ich weiß nicht genau. Bin unsicher noch. Aber das mit dem Vorteil, da muss man ja ein bisschen kurz reingrätschen hier, ne? Ich meine, du tust ja so, als wäre ich der Typ, der die ganzen Vorteile hätte, als wäre ich hier Mike Tyson oder so. Ich meine, ich bin seit 4 Jahren hauptberuflich YouTuber, mein letzter Amateurboxkampf fand 2019 statt. Du bist der Größere, du bist der Schwere, du bist der aktive Profiathlet. Also eigentlich könnte man so sagen, du hast mehr Vorteile, weil ich meine, du brauchst ja jetzt nicht so zu tun, als hättest du in deinem Leben noch nie Boxhandschuhe getragen und... Da gebe ich ihm recht, 100%. Ich habe ja auch auf den Kampf zwischen den beiden reagiert. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Da habe ich nämlich auch gesagt, dass Michael Smolik eigentlich vom Dinge komplett alle Vorteile hat, die logisch sind. So, ne? Wie Größe, wie Gewicht, wie Erfahrung, aktiv sein und konditionell und so weiter. Weil er ist halt die ganze Zeit dabei. Ne? Und Ringlife hat die letzten Jahre gar nichts so gemacht, außer nur so ein paar Sparring, so ein bisschen mal hier und da Training. Ich meine, du machst halt über... Keine Ahnung, wie lange, 20 Jahre oder so, Kickboxen? Ja. Da gehört halt zur Hälfte auch das Boxen dazu. Also ich meine. Ja gut, aber man weiß auch, dass ich nie der gute Boxer war. Ich habe noch nie eine richtige professionelle Boxtrainingseinheit gemacht. Und meine Spezialität waren die Kicks. Werden sie wahrscheinlich auch immer bleiben. Ich habe 15 Jahre Taekwondo gemacht. Ja, das sieht man in dem Sparring auch, zum Beispiel gegen die Dulatov-Brüder, dass er boxerisch nicht so, also mit den Händen nicht so gut ist, wie wenn er jetzt kicken würde. Ne? Bei den Kicks wissen wir alle, der Typ... Michael Smolik ist eine absolute Granate, was die Kicks betrifft. Natürlich hat er auch Erfahrung mit Fäusten, ne? Also mit richtigen Schlägen abzufeuern und so. Klar, es ist nur nicht 100% das, worauf er immer trainiert hat. Für mich bist du ganz klar, du bist ein Vorteil. Du hast die boxerische Erfahrung. Ich meine, wenn ich irgendwie 20 Amateur-Boxkämpfe gemacht hätte, das wäre genauso, wie wenn du gegen mich Taekwondo kämpfen würdest. Also dann würde ich dir sagen, ich bin ein Vorteil, weil ich super viel Kämpfe gemacht habe. Und trotzdem, für mich ist das eine Herausforderung. Und klar, du machst YouTube. Was aber gegen super viele Leute, gute Leute, immer Sparingseinheiten, bist auch regelmäßig im Training und natürlich... Nee, regelmäßig im Training ist Edmund nicht. Also jetzt ist er schon, aber davor war er jetzt nicht regelmäßig im Training. Natürlich hast du nicht professionell gekämpft, nicht schon, aber ich habe halt Kickboxen und MMA gekämpft, das ist immer noch was anderes als Boxen, das ist meine Meinung. Wenn du gewinnst, dann hast du halt deine Aussage bekräftigt, dass ich halt nicht so guter Boxer bin und wenn du verlierst, dann ist halt nicht so cool für dich. Also von dem her... Das sehe ich nicht so. Das sehe ich absolut gar nicht so. Was, wenn ich... Sollte ich verlieren, was nicht passieren wird. Der Ringlife redet hier schon sehr, sehr selbstbewusst, ne? Finde ich aber auch gut, weil das zeigt wieder, dass er mental schon sich darauf eingestellt hat, dass er sowieso den Kampf gewinnen wird, ne? Egal was ist. Bin ich immer noch einfach nur ein YouTuber, ein gescheiterter Amateurboxer, der es nicht ins Profibusiness geschafft hat, aufgrund von diversen Gründen. Sollte ich verlieren, habe ich einfach nur gegen einen Profisportler, der größer, der schwerer, der aktiver ist, als ich verloren. Da würde ich nicht 100% zustimmen mit dem Ringlife, weil ich denke schon, wenn er verliert, das wäre auch schon Kacke für ihn irgendwo. Weil er hat eine riesengroße Community, ne? Und die Reichweite erwartet das halt von einem wie ihm, dass er gewinnt, so auch zu 100%. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann richtig krass enttäuscht werden würde und sagen würde, ey, was bist du denn, du Bluff und so. Und ich dachte, du gewinnst und tust hier so auf und verlierst aber trotzdem gegen einen Michael Smolik, der nicht mal richtig boxen kann. Also ich würde da nicht so locker an die Sache rangehen. Also das wirkt dann für mich wieder so, dass er sich so ein bisschen auf die sichere Seite nimmt und sagt, du, ich habe nichts zu verlieren, wenn ich verliere, dann scheißegal, so, weißt du? Dass er sich so ein bisschen in die Sicherheit nimmt da, finde ich. Ich habe seit 4 Jahren nicht mehr wirklich trainiert, ich habe kein Wettkampftraining mehr hingelegt, so. Für mich ist es auch wieder, ich muss auch erstmal wieder Rost abschütteln. Für mich ist es das erste Mal vor so einem großen Publikum, vor so großen Kameras in einer Halle, die möglicherweise ausverkauft sein wird mit 10.000 Leuten. Das sind alles Sachen, da sehe ich jetzt nicht den riesen Vorteil bei mir, sondern eher so, ich persönlich sehe mich sogar als den Underdog in diesem Kampf. Genau, also ich würde nicht sagen gleich direkt den Underdog, aber ich stimme ihm 100% zu, das erste Mal vor so einem großen Publikum zu boxen, das kann schon einige Kämpfer dazu bringen, dass sie auf einmal richtig im Ring komplett nicht mehr da sind. Also die Beine wackelig und das Adrenalin ist zu groß und du verlernst auf einmal das Boxen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich verliere, aber ich gehe mit dieser Underdog-Mentalität hier rein und werde auch alles dafür geben, den Kampf hier für
ja, für mich zu entscheiden. Michael Schüttel. Er tut jetzt so, als ob er Rocky Balboa ist, wie damals, wo er als Underdog gegen Apollo Creed boxen musste. Und dann hat er plötzlich dem Weltmeister die gezeigt, wo es lang geht und so. Also, dass du dich so klein redest, hätte ich nicht gedacht. Also, ich bin nicht derjenige, der sich klein redet. Du warst derjenige, der sich in seinem Video klein geredet hat. Vor einem Jahr hieß es noch, da hast du auf ein Video von mir reagiert, da hieß es so, ey, wenn du so gegen mich kämpfst, hast du keine Chance. Und jetzt letztens, vor einer Woche, sitzt du da bei dir am Pool und sagst, ja, Leute, ich weiß, ihr wollt alle sehen, wie mir Edmund aufs Maul haut. Also auf einmal irgendwie bist du da ein bisschen... Ja gut, aber diese... Das Video habe ich auch gesehen und dann dachte ich auch so, hä, Junge, warum redest du so? Rede dich doch nicht so klein. Ich dachte mir, ey, zeig doch mal ein bisschen, so richtig ein Kämpfer bist, Mann. Wieso redest du dich so klein? Du musst halt von dir absolut überzeugt sein, ne? Weil sonst werden dich die Löwen auffressen. Edmund, wie viele Amateurkämpfe hast du? 20? Das sind leider nur 24 oder 25 geworden. Wie viel hast du davon verloren? 6 Niederlagen habe ich. 25 Kämpfe, 6 Niederlagen. Ich habe zum Beispiel selber, ich glaube, 41 Kämpfe sind das jetzt und auch irgendwie 9 Niederlagen oder so. Ich muss aber sagen, dass das wirklich jetzt nicht so viele Kämpfe sind fürs Amateurboxen. Normalerweise hat ein Amateurboxer, wenn er jetzt über 10 Jahre boxt, 12 Jahre boxt und so, ich weiß jetzt nicht, wie lange er Boxen gemacht hat, deutlich mehr Kämpfe. Ne? Auch in meinem Fall haben Amateurboxer viel, viel mehr Kämpfe. Beim Amateurboxen, die Bilanz sagt jetzt nicht allzu viel aus. Ja. Das stimmt, die Bilanz sagt beim Amateurboxen wirklich nicht so viel aus, weil du gewinnst halt im Amateurboxen wirklich viel an Erfahrung. Klar sollte es eine positive Bilanz sein, das sind alles Erfahrungen, die du sammelst im Amateurboxen. Das ist das Wichtigste, ne? Michael, wie ist das für dich? So 25 Kämpfe ist ja trotzdem jetzt nicht wenig, auch wenn das jetzt nur Amateurkämpfe sind, aber macht dir das so ein bisschen Druck? Nee, also mein Kopf nimmt sich auseinander. Also ich hab ja selber schon super viele Kämpfe gemacht und da nochmal ist ein anderer Sportart und ich finde 25 Amateurboxkämpfe, ich weiß jetzt nicht, wie die Profiboxer das sehen, aber ich finde es schon viel. Nee, also ich finde es nicht viel, um ehrlich zu sein. Und damit hat er auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir im Kopf deswegen Druck mache. Ich bin mittlerweile wieder, denke ich mal, ganz kopfstark. Also klar, die letzte Niederlage im MMA war bitter für mich. Aber grundsätzlich... Die letzten zwei? Nee, die letzte, die war bitter für mich. Die davor nicht so. Und er will schon hier ein bisschen sticheln, der Ringlife. Ne? Das ist schon so... Also ein bisschen Mindgames macht er schon hier, ne? Ich bin eigentlich ein sehr kopfstarker Gegner und ein kopfstarker Sportler. Und deswegen macht mir das auch keinen Druck. Wenn man so seinen letzten Kampf sieht, dann war er meiner Meinung nach nicht kopfstark. Das war eher so ein Zeichen dafür, dass er mental auf jeden Fall nicht da war. Er meinte auch selber in einem Interview danach, kann ich mich noch erinnern, meinte er, also einen Tag, wo sie sich davor gewogen haben vor dem Kampf, dachte er sich so plötzlich, oh, der ist ja jetzt viel breiter oder so. Und das ist schon so ein Zeichen, warte mal, mental ist nicht da irgendwas in Ordnung, sondern ganz im Gegenteil, der ist etwas ganz, ganz faul. Wenn du den Kampf gewinnst, kannst du dir vorstellen, noch mehr Kämpfe hier bei Legacy zu beschreiben? Das ist eine interessante Frage. Schwierig. Also sag niemals nie. Ich bin halt eigentlich nicht so der Boxer. Also nächstes Jahr will ich auf jeden Fall wieder im MMA kämpfen. Es gibt da noch ein paar Jobs zu erledigen. Momentan tendiere ich eher dazu, nicht zum Boxen weiterzugehen, sondern weiterhin dann MMA zu machen. Ich sehe ihn halt auch im Moment noch nicht im Boxen, aber es kann sich halt ändern. Ne? Wenn man daraufhin trainiert, wirklich daraufhin trainiert und nur das Boxen, dann kann auch der Michael Smodik besser werden. Ne? Es dauert halt nur ein bisschen, aber es kann besser werden. Und er ist jetzt auch ein Typ, der, glaube ich, Disziplin hat ohne Ende. Und wenn er sich da wirklich reinbeißt, dann kann auch er irgendwann richtig gut boxen. Ne? Ist halt nur die Frage, ob er Bock drauf hat oder nicht. Also bleibt das eine einmalige Geschichte oder hast du richtig Bock, jetzt als Profi durchzustarten? Ja, das Problem bei mir ist, die Liebe zu dem Sport ist immer da und die wird auch nie weggehen. Deswegen stelle ich mich auch gerne mal mit ein paar Profis hin, die mir ein bisschen einen auf die Nase gehen. Vielleicht lecke ich nach diesem Kampf ein bisschen wieder Blut und sage, okay, noch ein paar Kämpfe, habe ich Bock drauf. Ah, vielleicht leckt er Blut und hat nochmal Bock. Wer weiß, wer weiß. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Kampf. Gerade für die Follower ist es wirklich 50-50. Also ich muss das ganz klar bestätigen. Gerade vor. Also ich hätte es viel spannender gefunden, ganz ehrlich, wenn zum Beispiel Uwe gegen Michael Smolik geboxt hätte. Weil beide kommen ja nicht vom Boxen, sondern beide sind ja eher mit Tritten und mit MMA vertraut. Und das wäre dann viel interessanter gewesen. Da wäre dann die Spekulation sehr, sehr groß gewesen, wer gewinnt. Aber hier ist es jetzt so, okay, der eine kommt vom Boxen, der andere das. Da sagen die Mehrheit natürlich, ja, Edmund wird gewinnen. Warum wirst du als Sieger den Ring verlassen am 14. Oktober? Da bin ich jetzt auf seine Antwort gespannt. Also klar, ich habe es gerade schon mal gesagt, weil ich so kopfstark bin. Und für einen Edmund ist es halt was vollkommen Neues. Ich glaube, er hat noch nie vor so vielen Menschen gekämpft. Und natürlich, klar, meine Größe, mein Gewicht, vollkommen klar, dass das Vorteile sind für mich. Ich würde auch sogar meinen unorthodoxen Stil als Vorteil bezeichnen. Das stimmt wirklich. Dieser unorthodoxe Stil, den er hat, das kann auch ein richtig ekliges Ding werden für Edmund. Weil bei Edmund ist es so, er stellt sich auf einen richtigen Boxkampf vielleicht ein. Und der Smolik kann aber nicht richtig boxen, so wie man es erwartet von ihm. Beispielsweise, wenn man gegen Anfänger, frische Anfänger macht, ist mir teilweise manchmal so passiert sogar, obwohl ich der Fortgeschrittenere, der weitaus Erfahrenere war, dass ich aber eine unnötig kassiert habe von einem Anfänger, wo ich mir dachte, so, hä, wie geht das denn, wie kriegt er mich denn da? Aber wenn man gegen einen Fortgeschrittenen macht,
war das kein Problem, weil du konntest dich richtig einstellen. Du wusstest genau, der Schlag kommt jetzt, ich muss so ausweichen. Was ist dein Gameplan? Ich weiß, rein boxerisch bin ich auf jeden Fall der Bessere. Wenn ich mich auf das Ding vorbereite, der Gameplan sitzt und an dem Abend meine Psyche mir keinen Strich durch die Rechnung macht, dann ist das ein Sieg für mich. Und ja, das ist halt die Frage, ne? Wie gut wird er mit diesem Druck umgehen können? Also mit diesem Publikum und so, ne? Und da bin ich auch echt gespannt, wie er damit umgehen wird. Das ist halt genau das, worauf ich mich am meisten noch vorbereite. Ja, das wird das erste Mal sein, dass ich in so eine große Halle reinlaufe, die Leute auch meinen Namen rufen. Online im Livestream werden tausende Leute das anschauen. Das ist auf jeden Fall etwas, was einen Boxer dazu bringen kann, einzufrieren, ja, wie so ein 100% Reh im Scheinwerferlicht. Also meine Meinung dazu, man hat hier auf jeden Fall gesehen, dass beide sich versucht haben, so bescheiden wie möglich zu halten. Allerdings habe ich noch gesehen, dass Michael mehr so noch so diese Opferrolle irgendwo genommen hat. Dass er sagt so von wegen, ja, ich kann doch nicht, denken alle, ich verliere und so. Und da, finde ich, macht er sich das ein bisschen zu einfach, dass er sich zur sicheren Seite nimmt. So auf den, ja, ich verliere und das war ja eigentlich von Anfang an klar, dass ich verliere. Deswegen ist es ja nicht so schlimm, dass ich dann verloren habe. Kann aber auch eine Masche von ihm sein, dass er sich so extra dahin stellt und auf einmal im Ring aber dann, boom, ne, Vollgas gibt, weil er den Edmund dazu bringen möchte, dass er ihn unterschätzt, ne, komplett. Aber ich glaube nicht, dass der Ringlife sich da auf dieses Spielchen so einlässt. Man hat auch gesehen anhand seiner Aussagen, dass er ziemlich straight gesagt hat, ich gewinne egal was, egal wo. Das heißt also für mich schon mal so ein Pluspunkt für ihn. Die Frage ist immer noch, wie gut wird Ringlife mit der Psyche klarkommen, mental, ne, wenn es dann soweit ist, im Ring stehen und so weiter. Es ist wirklich so, Leute, wenn ihr plötzlich im Ring seid, dann habt ihr schon mal allein durch die Aufregung, habt ihr schon mal 50% eurer Kondition schon verschwendet. Und du denkst dir so, hey, warum habe ich so wackelige Knie? Warum werden meine Beine so müde und so plötzlich im Ring, wenn du nur im Kämpfen bist? Aber das liegt einfach an dieser Aufregung, ne? Und da bin ich echt gespannt, wie der Ringlife damit klarkommen wird, weil Michael Smunik hat das ja jetzt eigentlich routineweise immer gehabt, ne, die letzten Jahre. Ja, soviel zu der Pressekonferenz von Legacy Sports Management und schreibt mal unten eure Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wer wird nach dieser Pressekonferenz eurer Meinung nach den Sieg holen, Ringlife oder Michael Smunik? Ansonsten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch unbedingt die Analyse hier zum Kampf an von den beiden, die ich gemacht habe und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.